Hallo und herzlich willkommen bei Waldis Pizza Kanal. Ich darf euch heute ganz herzlich zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal begrüßen. Im letzten Video haben wir uns ja diesen Ofen von der Firma G3 Ferrari zusammen etwas genauer angeschaut. Ich habe meine erste Pizza mit diesem Ofen gebacken. Das Ergebnis war so, naja. Daraufhin habe ich euch gebeten, ob ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben könnt, wie man eine perfekte Pizza mit diesem Ofen hinbekommt. Ich habe ganz viele Nachrichten von euch bekommen. Das werden wir heute umsetzen. Ich habe alles vorbereitet, Teig, Zutaten, der Ofen läuft auch schon. Ich hätte gesagt, wir legen jetzt los und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem neuen Video. Ja, im letzten Video habe ich ja meine allererste Pizza in diesem Ofen gebacken. Mit dem Ergebnis war ich nicht hundertprozentig zufrieden. Der Rand war mir einfach viel zu weiß, viel zu blass und auch nicht kross genug. Ihr habt mir jetzt ganz viele Tipps gegeben, was ich besser machen kann. Diese Tipps werden wir heute nach und nach abarbeiten. Zum Beispiel haben mir ganz viele geschrieben, ich soll doch mal Zucker in den Pizzateig geben. Der Zucker soll im Ofen relativ schnell karamellisieren und dadurch dem Rand eine schöne Bräune verleihen. Das werden wir natürlich testen. Ich habe meinen Pizzateig heute mit Zucker hergestellt. Dann haben mir ganz viele geschrieben, ich soll den Teig etwas flacher ausrollen. Das heißt, auch den Rand etwas plattdrücken, denn dieser Ofen ist nicht für so einen hohen Rand geeignet. Denn wenn der Rand so hoch wird, dann ist klar, dass der seitliche Rand keine Hitze abbekommt, denn die Heizspirale ist ja hier oben, von der Seite kommt wenig Hitze, deswegen euer Tipp, ich soll den Rand auch etwas flacher drücken, das werden wir jetzt als allererstes mal testen. Wir nehmen unseren Teig mit Zucker, drücken den Rand etwas platter und werden jetzt mal eine Pizza backen. So, die Pizza ist belegt. Ich habe den Rand jetzt extra etwas flacher gedrückt. Das würde ich normal nicht machen. Und jetzt werden wir die Pizza in den vorgeheizten Ofen schieben. So, 3 Minuten sind um. Wir schauen jetzt mal rein. Ja, und jetzt weiß ich auch, was die Zuschauer meinen. Dadurch, dass der Rand hier so schön flach ist, bilden sich natürlich keine so weißen Stellen wie das letzte Mal. Der Rand ist dadurch einfach etwas grosser. Ja, ich hätte gesagt, das bringt schon mal was. Ob ich den Zucker im Teig jetzt merke, weiß ich nicht unbedingt. Vielleicht hätte ich auch noch etwas mehr Zucker reintun sollen. Aber ansonsten bin ich mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Ich hätte gesagt, wir machen jetzt mal ein Bild davon und werden eure weiteren Tricks testen. Ja, den ersten Test haben wir hinter uns. Ich hätte gesagt, wir machen weiter. Ihr habt mir auch ganz oft den Tipp gegeben, ich soll meine Pizza etwas kleiner machen. Ich habe jetzt mal Teiglinge mit 180 Gramm gemacht. Die letzte Pizza war mit 250 Gramm. Dadurch, dass die Pizza kleiner wird, hat die Heizspirale auch die Möglichkeit, besser an den Rand zu kommen. Denn ihr müsst euch vorstellen, die Pizza ist kleiner, die Heizspiralen haben etwas mehr Abstand zum Rand und können auch mehr Strahlungswärme abgeben. Wir werden in diesem Fall unseren Rand nicht platt drücken. Ich möchte diesmal auch versuchen, einen hohen Rand hinzubekommen und wir machen die Pizza einfach mal ein kleines bisschen kleiner. So, Pizza ist fertig. Wie gesagt, ich habe auf den Rand nicht gedrückt. Die Pizza ist jetzt vom Durchmesser deutlich kleiner, circa 23 cm. Und so werden wir es jetzt mal in unseren Ofen geben.
So, nach 3 Minuten schauen wir mal rein. Ui, ich habe es jetzt, glaube ich, fast etwas zu lange drin gelassen. Das bringt wirklich richtig viel, wenn man die Pizza im Durchmesser etwas kleiner macht. Da sieht man wirklich, dass die Heizspirale die Hitze viel besser an den Rand abgeben kann. Hier kann man deutlich sehen, der wird richtig schön braun. Also der Trick hat wirklich was gebracht. Ich hätte gesagt, wir machen jetzt auch hier wieder ein Bild, dass wir später dann einen Vergleich haben und dann werden wir uns an die weiteren Tipps wagen. So, und nun kommen wir zu dem nächsten Tipp und zwar habe ich mir hierfür was besorgt und zwar einen Bunsenbrenner. Das war wahrscheinlich der Tipp, der am meisten von euch gekommen ist. Ich soll den Rand nach dem Backen einfach etwas mit diesem Bunsenbrenner bearbeiten. Dadurch kann ich die hellen Stellen noch etwas nachbräunen. Das werden wir jetzt versuchen. Ich werde uns wieder eine Pizza vorbereiten. Vom Durchmesser werde ich sie wieder ziemlich groß machen. Den Rand werde ich auch nicht platt drücken. So, hier können wir jetzt die Pizza sehen. Ganz normal ausgerollt, so wie unsere erste Pizza auch. Und die werde ich jetzt in den Ofen geben. So, diesmal habe ich die Pizza jetzt nur 2,5 Minuten drin gelassen. Schauen wir sie uns mal an. Ja, hier hinten ist sie jetzt schon etwas brauner. Hier sieht man wieder, wie beim ersten Versuch, also im letzten Video, ist der Rand viel zu hell. Und den Rand werden wir jetzt mal mit dem Bunsenbrenner etwas präparieren. So, dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ja, da sieht man schon, da kommt gleich eine deutliche Bräune an den Rand. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, damit man den Rand etwas bräune und krosse hinbekommt. Ich hätte gesagt, auch hier machen wir Bilder von, dass wir später einfach einen schönen Vergleich haben. So, nun kommen wir zum letzten Trick, den ihr mir vorgeschlagen habt. Und zwar brauchen wir hierfür Aluminiumfolie. Mit dieser Alufolie müssen wir jetzt diese Löcher zubringen, denn viele von euch haben geschrieben, ich muss diese Löcher zumachen. Dann entwickelt sich einfach mehr Hitze in unserem Ofen. Ich hätte gesagt, wir messen jetzt als allererstes mal in unserem vorgeheizten Ofen, wie viel Grad wir reinbringen und dann lassen wir das Ganze abkühlen und dann werden wir diese Folie anbringen und dann werden wir einfach mal schauen, wie viel Temperatur wir mit diesem modifizierten Ofen zusammenbekommen. So, dann werden wir mal schauen, wie viel Temperatur wir in unserem Ofen haben. So, und hier können wir jetzt 390 Grad messen. Das ist schon mal relativ viel. Da bin ich mal gespannt, ob wir mit dem modifizierten Ofen mehr zusammenbekommen. So, ich werde mir jetzt mal hier von der Alufolie solche Blätter abreißen. Und diese Blätter werden wir schön falten, dass wir dann später solche Streifen hier haben. Und mit diesen Streifen machen wir hier unsere Löcher zu. Dazu klappen wir das einfach hier schön rum, drücken das Ganze gut fest, dass es nicht wieder wegfliegt. Und so werde ich das Ganze jetzt um diesen kompletten Ring machen. So, ich habe jetzt alle Löcher schön abgeklebt. Der Ofen müsste jetzt dicht sein. Ich übernehme auf jeden Fall keine Verantwortung, wenn das von euch jemand nachmachen möchte. Ich hätte gesagt,
ich mache den Deckel jetzt zu und heiz den Ofen nochmal richtig auf und dann werden wir auch nochmal die Temperatur messen. So, ich habe den Ofen jetzt vorheizen lassen, habe auch wieder unser Thermometer vorbereitet und jetzt werden wir mal die Temperatur messen mit unserer Modifizierung. Oh ja, die Temperatur ist deutlich höher. Wir haben jetzt hier über 400 Grad, sogar kurz mal 410 Grad. Also, es bringt auf jeden Fall was, wenn man die Löcher zumacht. Und jetzt werde ich uns eine Pizza vorbereiten und die werden wir jetzt hier drin gleich backen. So, Pizza ist vorbereitet. Von der Größe her ist die jetzt eher so ein Zwischending zwischen den letzten. Also die wird jetzt einen Durchmesser von ca. 28 cm haben und die kommt jetzt in unseren vorgeheizten Ofen. So, und Klappe zu. So, es sind nur 1,5 Minuten vergangen und aus dem Ofen stinkt es wirklich stark verbrannt. Deswegen mache ich jetzt mal auf. Von oben ist die Pizza noch nicht fertig, aber ich befürchte, von unten schaut es etwas anders aus. Ja, also, wenn wir so hohe Temperaturen in diesem Ofen haben, dann verbrennt uns der Boden der Pizza einfach viel zu schnell. Dieser Pizzastein ist einfach nicht für so hohe Temperaturen geeignet. Hier wäre ein Biscotto viel geeigneter, denn der hat keine so hohe Wärmespeicherfähigkeit. Also ich würde sagen, dieser Versuch, wenn wir die Löcher zukleben, ist misslungen. So, unsere Testreihe ist um. Ich hätte gesagt, jetzt ist Zeit für ein Fazit. Wir haben gesehen, bei unserem letzten Versuch, wenn wir diese Löcher verschließen, wird der Boden einfach zu heiß. Die Pizza verbrennt uns von unten und somit haben wir kein Ergebnis, was uns zufriedenstellen würde. Dann schauen wir weiter. Was für mich ganz okay war, war die erste Pizza, wo wir den Rand flach gedrückt haben. Hier haben wir ein Ergebnis, das ist auch okay. Dann haben wir noch die Pizza, die wir mit dem Bunsenbrenner bearbeitet haben. Ist eigentlich auch ganz schön geworden. Die Pizzen sind natürlich jetzt kalt und nicht mehr so ansehnlich. Aber ich denke trotzdem, dass man sehen kann, was ich meine. Wir haben hier einen relativ schönen Rand. Die Pizza ist an sich ganz gut geworden. Mein Gewinner ist aber die kleine Pizza. Denn hier brauchen wir absolut kein Zubehör, wir brauchen keinen Bunsenbrenner, wir müssen hier keine Alufolie außen rum kleben. Wir haben die Pizza einfach etwas kleiner gemacht, somit kommt die Hitze einfach viel besser an den Rand. Der Rand wird schön gleichmäßig braun und ich finde einfach, das ist heute Testsieger. Ich hoffe, mein Video heute hat euch Spaß gemacht, ich hoffe, euch hat es heute gefallen. Ich werde jetzt noch kurz ein Bild mit allen Pizzen nebeneinander einblenden, dann können Sie es einfach nochmal miteinander vergleichen. Ich verabschiede mich aber schon mal. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis bald. Ciao.